herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das für mich? Die Sachen da drin sind für dich, ja. Okay. Ich habe Sachen für Karl bestellt für die Übergangssaison. Ich habe noch was für mich bestellt. Das kommt jetzt aber alles so nach und nach. Nee, es ist für dich. Deswegen. Und dann ist für dich? Darf ich aussprechen? Das kommt jetzt alles so nach und nach. Nein. Kali. Kali, du wolltest was essen. Wollen wir das mal machen? Warum? Jedenfalls gibt es jetzt wieder über mehrere Tage, immer wenn ein Paket kommt, ein kleines Unboxing. Und ich dachte, ich fange jetzt einfach mal mit dem an, was jetzt kam. Und zwar. Oh! Also für mich warte, ein Gelette. Ja, genau. Kleine Flipflops. Okay, so groß. Naja. Sie leer? Ja. Willst du die mal abschneiden? Dann kann Karl die mal anprobieren. Ja! So, als erstes was? Ich wollte doch was essen. Kannst du was essen? Als erstes haben wir hier eine lange Hose. Boah, die sieht alles so riesig aus, aber wenn die sieht so riesig aus! Kann man mich jetzt mal ranhalten, wenn man bedenkt, okay, die kannst du im Winter anziehen. Wieso ist das alles so groß? Aber hätte ich einfach mal so kleiner groß? Bestellt, bitte hätte er es jetzt tragen können. Das ist alles für die nächste. Hast du Socken an? Aus? Ja. Jetzt genau, musst du eine den Hose, Fuß hier rein. Die kann man auch noch umkrempeln. Okay, das andere ist eine ganz normale Krautjoggerhose. Ja. Kann ich die mal anprobieren? Nee, die brauche ich nicht anprobieren. Das ist eine 104. Das ist noch zu groß. Aber mir wird die bald passen. So, und dann habe ich hier noch eine Jacke. Was für eine Jacke? Eine Strickjacke. Ich ziehe Karl sehr gerne so Strickjacken an. Und ich denke mal jetzt dann, die ist echt groß. Wir können sie dir ja mal anprobieren, ne? Ja! Wenn mir die nicht passt, ja. Probier mir die mal an. Lange dauert es nicht mehr. Ja. Ja. Sind halt nur die Ärmel noch ein bisschen lang. Guck mal, hier ist ein Dinosaurier drauf. Guck mal, hier ist ein Dinosaurier drauf. Jo, das war's jetzt erstmal für heute. Mal sehen, was dann morgen vermutlich. Ich dachte, es kommen alle Pakete auf einmal. Das waren jetzt in 2 Wochen. Ja, wir insgesamt kriegen wir in dieser Woche 10 Pakete, vermutlich. Das ist aber nicht alles Klamotten. Weiter geht's mit den Unboxings. Also Tim hat gerade von den Nachbarn 4 Pakete geholt. Im Paketshop wartet eins auf uns und eins im Briefkasten. Willst du es auspacken? Was ist das? Das sieht cool aus, oder? Was ist das? Ein Teller. Ein Teller. Genau, wir haben noch ein Plastik. Also nee, das ist nicht Plastik, das ist ein anderes Material. Noch ein Teller bestellt. Weil Karl hat nur einen richtigen Teller und es fliegt tatsächlich ab und zu noch Geschirr runter. Und ja, Karl findet die Verpackung auch cooler. Also normal, das ist ein Teller von Zara Home. Ich finde den auch sehr, sehr, sehr schön. Aber da sind hier. Wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Ja. Das Sneaker-Profi. Ja! Na, dann könnten das ja nur. Also ich habe jetzt nur eine Vermutung, was das sein könnte. Ach nee, wir haben 3 Paar Schuhe. Das sind neue Kindergartenhausschuhe. Warte, wir machen die mal auf. Ja, das kann ich mal anprobieren. Neue Kindergartenhausschuhe. Oh. Dann haben wir noch ein größeres Paket. Das sind theoretisch auch Schuhe. So, jetzt geht's los. Ich hoffe, die sind so schön wie auf dem Bild. Diese. Und zwar. Oh. Was ist es? Für mich? Ja, natürlich. Warum habe ich die Übergangszeit. Kleine süße Vans. Oh, die sind so schön. Kann ich die mal anprobieren? Ja, muss mal gucken, ist nichts drin. Okay. Die sind so schön. Warum kann man die dann da vorne aufmachen? Nee, du musst die hier hinten aufmachen. Das ist hinten, du musst die aufmachen. Dann kannst du die anziehen, okay? Ja. Boah, die sehen so hochwertig aus. Die sind so schön verarbeitet. Ich freue mich riesig. So, ein Zara-Paket. Und da dürfte tatsächlich auch was für mich drin sein. Das ist jetzt ein T-Shirt. Das ist ein ärmelloses T-Shirt. Dann habe ich noch ein Batik-Top. Noch ein Top. Das sieht aber riesig aus. Obwohl es eine S ist. Hoffentlich passt es. Und dazu die passende Hose. Alter, ist das riesig. Ich hoffe, dass ich davon nicht zurückschicken muss. Dann habe ich noch eine Jogginghose. Oha, die ist voll schön. Ich freue mich so. Diese anziehen.
Zieh mal die Vans an, beide Füße an. Und dann haben wir noch einen langen Schlafanzug für Karl. Ja, wir müssen hier mit uns. Hallöchen. Und eine normale lange Hose. Das war's aber auch schon. Mal gucken, was dann in dem letzten Paket noch drin ist. Und das Paket konnte ich jetzt nicht vor Karl unboxen, weil das ist ein Geburtstagsgeschenk von seinem Opi für ihn, was halt hierher jetzt bestellt wurde, was ich also dann noch verpacken werde. Und das zeige ich euch jetzt. Einmal das hier, total cool. Und das andere, das habe ich, ihr werdet es nicht wiedererkennen, wenn ihr meine Videos aufmerksam verfolgt, habe ich sowas in der Art, bloß in Größe, schon mal gezeigt. Und zwar das hier, das hat Tim auch in groß, was er oder ich halt anziehen können. Ja, und so, genau, das sind die anderen beiden Sachen. Total cool, dass es so kleinen Merch gibt. Ja. So, jetzt fehlt nur noch ein Paket. So, ich habe gerade das letzte Paket mit Sachen von der Post abgeholt und mache jetzt mal ein Unboxing direkt nach dem Abholen. Wir sind nämlich gerade noch unterwegs. Ich schau mal, wie viel ich bin. Als erstes, die muss ich nicht groß auspacken, weil das sieht man, glaube ich, ganz gut so. Habe ich eine Mütze, die sieht auch von der Größe her echt gut passend aus, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihm die jetzt dann, wenn es kühler wird, passt. Sein Kopfumfang ist auch größer geworden, ist ja irgendwie logisch, wenn man wächst, also bei Kindern. Jedenfalls bin ich mir nämlich nicht mehr ganz sicher, ob die Mützen, die er jetzt noch hat, ob die ihm dann überhaupt noch passen werden. Im Winter. Also, das ist der Schlafanzug. Es ist wieder ein langer Schlafanzug. Der sieht halt alles so ultra riesig aus. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch nicht so die Saison. Er hat bloß halt gar keine langen Schlafanzüge mehr. Deswegen habe ich da jetzt halt erstmal zwei bestellt. Hab dann gestern noch so gesagt, ja, dann, wenn dann die Saison ist, dann hole ich vermutlich bei Primark oder so noch zwei, drei lange Schlafanzüge. Er braucht ja nicht so viele insgesamt. Es geht ja eigentlich darum, einer ist irgendwie, einen hat er an, einer ist in der Wäsche und einer Satz ist noch da. Oder zwei, also mehr als, wie viel habe ich jetzt aufgezählt? Drei oder vier braucht er nicht unbedingt. Jetzt hat er halt schon mal zwei, aber mehr schöne gab es ehrlich gesagt nicht. Also da gucke ich dann lieber wann anders nochmal im Laden oder sowas. Bei Primark gibt es ja auch oft schöne Sachen. Und gerade dann halt, wenn die Saison wieder ist, also wenn es dann Winter wird und er das dann halt braucht, dann haben die sowas auch. Weil jetzt, glaube ich, brauche ich da nicht gucken, da habe ich keine große Auswahl. Jetzt haben die halt noch so Sommer- und Übergangssachen. So, ich packe hier nebenbei schon mal eine Hose noch aus, die jetzt schon ziemlich cool aussieht. Und zwar ist es eine so Batik-Jogginghose. Dazu hätte es auch einen Pullover gegeben, aber der hat mir nicht gefallen. Aber ich habe einen anderen Batik-Pullover. Der sieht echt ultra groß aus. So, aber den kann er auf jeden Fall oversized tragen. Und ja, wie gesagt, er wächst da gut rein. Ich habe jetzt das gerade mal hier so nebeneinander. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt zusammentragen kann. Also es ist halt jetzt nicht so passend. Aber ich fand irgendwie die Batik-Sachen so schön. Ich habe mir ja... Ich habe mir ja auch ein Batik-Oberteil geholt. Ich stehe total auf solche Sachen, dann am besten noch in so Pastelltönen oder sowas. Und irgendwie scheint das jetzt gerade bei der Kindermode auch ziemlich in zu sein. An der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war doch nicht so kreuz und quer, wie ich dachte. Ich habe insgesamt nur dreimal sozusagen gedreht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video unten drunter. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.